Hallo, schön euch zu sehen. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Einige kennen mich vielleicht auch schon nicht mehr vom Namen her. Ich sag's euch mal, Michael. Wir haben uns ja öfter in der Kirche getroffen oder ich komme mal zu euch hier in die Kita. Auf jeden Fall haben wir sonst oft die Möglichkeit, uns zu begegnen. Heute möchte ich euch einladen zu einer kleinen Maiandacht. Dabei helfen mir Annette und Raffaela. Und ja, lasst euch mal drauf ein, hört mal genau zu, schaut genau hin. Könnt das gemeinsam mit euren Eltern, mit euren Geschwistern machen. Ein bisschen Verbundenheit wollen wir damit zur Kita herstellen. Beginnen wollen wir natürlich in gewohnter Weise mit dem Kreuzzeichen. Und da bitte ich alle mitzumachen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In der Mitte seht ihr Maria. Maria war die Mama von Jesus. Am letzten Sonntag haben wir ganz besonders an jede Mama gedacht. Wir wollten Danke sagen für alles, was sie immer für uns tut. Und danke, dass sie bei uns ist. Vielleicht habt ihr Mama ein paar Blumen geschenkt. Im Monat Mai feiern wir jedes Jahr den Muttertag. Und die Kirche denkt ganz besonders an die Mama von Jesus, an Maria. Maria war für Jesus sehr wichtig. Jesus gehört auch zu uns. Deshalb ist Maria auch ein bisschen die Mama von uns allen. Sie möchte uns beschützen. Oft wird Maria mit einem großen Mantel gezeigt. Ein Mantel, unter dem jeder Schutz findet. Einige Menschen bringen Blumen zu Maria in die Kirche. Die Blumen sollen sagen: Ich hab dich gern, ich denk an dich. Was wünsche ich meiner Mama? Was würde ich gern für meine Mama tun? Vielleicht kann ich es im Moment nicht tun, aber ich kann ihr davon erzählen. Einfach so. Ich möchte euch nun einladen, dass wir gemeinsam beten. Dazu bitte ich euch, die Hände zu falten, so wie wir es immer tun, wenn wir gemeinsam beten. Hört mal genau zu. Liebe Maria, du trägst Jesus auf dem Arm. Trage auch mich. Du hältst Jesus auf deinem Schoß. Ich habe dich ganz lieb und du hast mich lieb. Beschütze alle, die ich lieb habe, und alle Menschen auf der ganzen Welt. Amen. Und so bitten wir Gott um seinen Segen und Maria um Fürsprache bei ihm. Guter Gott, Gottes Mutter Maria, wir bitten dich, wir bitten euch, haltet schützend eure Hände über uns und begleitet uns durch den Tag und die kommende Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch, wünsche auch im Namen von Annette und Raffaela euch noch eine schöne Zeit und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen.